Ja, liebe Freundinnen und Freunde, erstmal ein herzlicher Gruß auf digitalem Wege. Alle, die mich kennen, wissen, dass ich sehr gerne Parteitage mag, die persönlichen Begegnungen, die Gespräche. All das ist jetzt nicht möglich, aber das wird im nächsten Jahr hoffentlich wieder möglich sein. Dafür müssen wir jetzt die Pandemie engagiert bekämpfen und alle Maßnahmen entsprechend umsetzen. Liebe Freundinnen und Freunde, wir stellen uns heute auf für die Landtagswahl am 15. Mai. Wir wollen Schwarz-Gelb ablösen. Und wenn wir in unsere Parteigeschichte gucken, ist es uns schon mal gelungen, 2010 nach nur 5 Jahren nach einer Legislaturperiode Schwarz-Gelb wieder in die Opposition zu schicken. Das können wir jetzt auch wieder schaffen. Dafür gibt es viele inhaltliche Gründe. Ihr wisst, ich brenne für eine andere Verkehrspolitik, für eine nachhaltige Verkehrspolitik und für mehr bezahlbaren Wohnraum und grüne Städte. Zu einem 100-Tage-Programm einer neuen Landesregierung würde aus meiner Sicht eindeutig gehören, dass es ein Fahrradgesetz mit Biss gibt. Dazu haben wir einen Entwurf vorgelegt. Wir wollen die Unterschriften, die bei Aufbruch Fahrrad eingegangen sind, die über 200.000 Unterschriften, die wollen wir umsetzen in ein gutes Fahrradgesetz. Da stehen wir im Wort und wir wollen diesen zahnlosen Tiger der jetzigen Landesregierung entsprechend überwinden. Wir wollen unseren ÖPNV und unseren SPNV ausbauen. Dazu gehört ein besseres, bezahlbares Ticketangebot. Wir wollen kommunale Bürgertickets erstmalig in Nordrhein-Westfalen ermöglichen. Und wir wollen weg von dieser massiven Straßenbaupolitik. Ein aktuelles Beispiel, auf dem Weg hierhin haben es vielleicht einige von euch ja auch spüren müssen, die Sperrung der A45. In rot-grüner Regierungszeit hatte der damalige grüne Staatssekretär die Brücken neu berechnen lassen. Es gab einen großen Sanierungsplan 2016 vorgestellt in rot-grüner Regierungszeit, die ganz klar sagten, die A45-Brücken müssen saniert oder neu gebaut werden. Was in den letzten 4,5 Jahren an der Stelle passiert ist, ist völlig schleierhaft. Straßen-NRW hat an dieser Stelle nichts, wenig bis nichts getan und der langjährige Verkehrsminister Wüst hat stattdessen die Planerinnen und Planer in völlig unsinnige Umgehungsstraßenprojekte wieder geschickt, die wir rot-grün auf Eis gelegt hatten. Das wurde weiter geplant und diese wichtige Sauerlandverbindung wurde entsprechend nicht saniert. Die Folgen sehen wir heute. Hunderte Kilometer von Stau. Lüdenscheid sitzt voller Autos. Die CDU hatte uns damals versprochen, ein staufreies NRW. Dazu ist es nicht gekommen. Das werden wir wieder ändern, liebe Freundinnen und Freunde. Wir werden priorisieren. Und priorisieren beim Straßenbau heißt Erhalt vor Neubau zum Schutz unserer Infrastruktur. Liebe Freundinnen und Freunde, viele von uns sind enttäuscht. Auch zu Recht enttäuscht, dass es in der neuen Bundesregierung kein grünes Verkehrsministerium gibt. Ich bin das auch. Nach 12 Jahren CSU-Wahnsinn wäre ein grüner Minister, eine Ministerin ein angemessenes Kontrastprogramm gewesen. Aber ich will ganz klar sagen, wenn wir mehr Positionen besetzen wollen, und wir sind ja sehr stolz auf die neuen Ministerinnen und Minister in der Regierung im Bund, dann müssen wir entsprechend stärker abschneiden. Ich sage euch, liebe Freundinnen und Freunde, 20% sind in Nordrhein-Westfalen drin, die haben wir bei der Kommunalwahl erreicht, die haben wir bei der Europawahl erreicht und die sollten wir auch bei der Landtagswahl erreichen können, dann wird es vielleicht auch was mit einem grünen Verkehrsministerium. Liebe Freundinnen und Freunde, mein Vorschlag, wenn man sich Volker Wissing anguckt, ist klar. Wenn wir die Landtagswahl gewinnen, wollen wir mit einem knallgrünen Koalitionsvertrag diesem neuen FDP-Minister positiv aus Nordrhein-Westfalen, aus dem größten Bundesland, entsprechend Dampf machen. Für uns heißt zukünftige Mobilität, dass es auch weiterhin Autos im Mobilitätsmix geben wird. Natürlich dekarbonisiert. Wir setzen auf eine nachhaltige, multimodale und bezahlbare, serviceorientierte Mobilität mit vielfältigen Angeboten. Was für uns keine Verkehrswende ist, liebe Freundinnen und Freunde, aus 48 Millionen Verbrennern sollen nicht 48 Millionen Elektroautos werden, liebe Freundinnen und Freunde. Wir wollen mehr Radverkehr, wir wollen mehr ÖPNV, wir wollen mehr Busse und Bahnen und danebenbei wird es auch noch Autos geben. Ein weiteres großes Thema in unseren Städten ist der Mangel an bezahlbarem Wohnraum. Viele Menschen finden heutzutage kein Zuhause, das sie sich entsprechend leisten können. Das ist in diesem Land eine große soziale Schieflage. Jedes Jahr fallen mehr Wohnungen aus der sozialen Preisbindung. Dies müssen wir dringend ändern und hier sind wir aufgerufen, unsere starken grünen Ratsfraktionen, unsere Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, die Bundestagsfraktion und die neue Landesregierung. Modernen Wohnraum schaffen heißt aber auch, mehr energetisch im Bestand zu sanieren und trotzdem bezahlbare Mieten zu erhalten. Und das heißt im Neubau, Wiebke, eine Solarpflicht auch auf Landesebene einzuführen, die endlich die vorhandenen Flächen nutzt. Und es heißt auch, eine andere Flächen- und Bodenpolitik zu machen. Flächen entsprechend anders vergeben. Hier gibt es viele gute Beispiele in den Kommunen. Liebe Freundinnen und Freunde, ihr hört, wir haben die Oppositionszeit genutzt für gute neue Konzepte. Jetzt wählen wir heute eine Liste mit bewährten und vielen neuen Gesichtern.
Ich bin bereit für einen engagierten Frühlingswahlkampf. Ihr dürft mich gerne wieder einladen zu Radtouren und vielen anderen Veranstaltungen. Wir streiten für eine neue grüne Mehrheit im Land, für starke Grüne, für ein ergrüntes NRW. Was ist besser dazu als ein mobilisierter Frühlingswahlkampf? Da möchte ich mit euch streiten und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mich auf Platz 4 heute unterstützt. Danke für eure Aufmerksamkeit.